Willkommen in der Donbass Arena, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Partie. Schachtar Donetsk gegen Beşiktaş Istanbul. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen und beide wollen den Sieg. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Mit der Glanzparade verhindert er hier den ersten Treffer in diesem Spiel. Stark gemacht. Und erneut läuft der Angriff. Das könnte durchaus wieder gefährlich werden. Jetzt kann das Tor fallen. Ist es denn zu glauben? Gehalten! Die Ecke kommt rein. Erstmal geklärt. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Jetzt hat er den Ball. Ah, muss Elfer geben. Den Elfer gibt's, aber keine Karte. Da haben sie fast schon Glück, dass es da nicht mehr gibt. Sehe ich auch so, Wolf. Gibt viele Schiris, die greifen da zur Gelben, wenn nicht sogar mehr. Er macht das Tor. Guter Elfer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da ist die Flanke. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Aboubakar. Gesal. Sie bauen geduldig auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss noch nichts heißen. Das könnte es sein. Der muss doch drin sein. Cenk Tosun. Wenn er diese Chancen bekommt, dann fallen auch diese Tore. Wunderbar gemacht, unnachahmlich. Und das ist schon überragend, wie er das macht. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Einwurf, der Ball war draußen. Aboubakar. Und dann ist der Ball weg. Tosun. Aboubakar, ein fantastisches Tor. Hey. 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 2:1, hier ist noch alles drin. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Kurz vor dem Pausenpfiff liegen die Gäste hier knapp in Führung.
Ja, das ist schon stark, wie sie heute bisher auftreten, haben sich dieses Ergebnis verdient. Ein Tor Führung, machen es gut, immer wieder diese Ideen, immer wieder setzen sie sich durch, finden Lücken. Und wenn sie so weitermachen, dann holen die hier den Sieg. Oh, das wird gefährlich. Gefahr noch nicht vorbei. Er hat die Chance. Glanzparade. Tolle Aktion, was für ein Wahnsinnsreflex. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Jetzt kommt die Ecke. Es ist Pause. Das war's für den ersten Durchgang in dieser Partie. Nach einer kurzen Unterbrechung machen wir hier gleich wieder weiter. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Viel Platz für den Konter jetzt. Aboubakar. Aboubakar, kein Tor, der Torhüter ist da. Das wird gefährlich, es gibt Freistoß. Sie werden hier wechseln. Die Chance jetzt. Keine Chance für den Torwart. Er verwandelt diesen Freistoß direkt. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Aboubakar. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Ganz energisch. Was für eine Chance. War ein guter Ball, aber da lässt er überhaupt nichts anbrennen. Da können Sie sich bei ihm bedanken. Es wird jetzt hier gewechselt. Kurze Variante bei dieser Ecke. Taras Stepanenko. Keine gute Aktion. Redmond. Aboubakar. Aboubakar. Und der Ballverlust. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Sie verlieren hier den Ball. Die Chance auf den Konter. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Klasse Zuspiel. Die Chance hier. Da kommt die flache Hereingabe. Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie draus? Schöne Aktion vom Torhüter. Er hält sein Team im Rennen. Ja, zumindest der eine Punkt scheint ihm jetzt so gut wie sicher. Kurz gespielt. Ja, er lauert auf den entscheidenden Pass. Omar Colley. Regulär sind es noch 7 Minuten. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Da zieht er ab. Das muss hier fast schon die Entscheidung sein. Aber dann diese sensationelle Parade. Also das war unglaublich. Wie hat er den denn noch gehalten? Es bleibt spannend. Kurze Ecke.
Letzte Chance zur Führung. Es gibt noch mal Ecke. Ecke kommt in den 16er. Sie spielen erstmal raus. Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden.